Du weißt nicht, welche DJ-Software du nehmen sollst? Dann gibt es in diesem Video eine perfekte Entscheidungshilfe, die kurz und knapp erläutert, welche DJ-Software es gibt und welche Möglichkeiten du hast. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Mein Name ist Jan und ich werde euch heute in diesem Video mal zeigen, welche DJ-Software für dich am besten ist. Wenn du gerade vor der Entscheidung stehst, dass du nicht weißt, welche DJ-Software du nehmen sollst, dann schauen wir uns jetzt mal in diesem Video ein paar DJ-Softwaren an. Schaut man sich den Markt an zum Thema DJ-Software, bleiben eigentlich meiner Meinung nach nur drei große Player für euch übrig. Das ist zum einen Virtual DJ, dann Serato DJ und Trackdoor Pro. Und genau diese drei DJ-Softwaren werde ich euch jetzt mal im Detail von der Oberfläche her zeigen. Wir fangen an mit Serato DJ. So sieht die DJ-Software aus. Meiner Meinung nach sehr übersichtlich gestaltet, ist auch sehr gut zum Scratching geeignet und wenn man natürlich dann auch einen DJ-Controller sich gekauft hat, ist es öfters so, dass man einfach, dass Serato DJ meistens auch mit dabei ist, sodass ihr dann auch die coole Geschichte daran habt, dass dann auch wirklich der DJ-Controller nativ mit der DJ-Software funktioniert und ihr letztendlich euer DJ-Controller nichts anderes ist als eine normale Tastatur bei einem Computer und das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben hier unterschiedliche Sektionen. Wir haben einmal hier natürlich zwei Decks. Ihr könnt natürlich auch vier Decks. Ihr habt die Möglichkeiten, Effekte hinzuzufügen. Und meiner Meinung nach ist es auch so, dass man mit dieser Software sehr gut auch mixen kann und natürlich viele Top-DJs diese Software auch nutzen. Die Oberfläche von Serato DJ ist meiner Meinung nach sehr übersichtlich gestaltet. Auch mit diesem dunklen Look fällt das auch nicht zu sehr auf und blendet auch nicht zu sehr. Und dadurch, dass man natürlich dann auch hier bei den Songs weiße Schrift hat, sieht man das wirklich dann in dunkler Umgebung, wo man ja auch meistens als DJ unterwegs ist, sehr, sehr gut. Und auch von der Anzahl der Buttons wirkt das nicht überfrachtet her und man hat hier wirklich eine sehr schöne aufgeräumte DJ-Oberfläche. Wenn ihr jetzt öfters das Problem habt, dass ihr auch die Software im Autoplay-Modus machen müsst und die automatisch laufen lasst, also irgendwelche Playlists laufen lassen, habt ihr unten die Möglichkeit auf Autoplay zu drücken. Meiner Meinung nach ist das Autoplay aber in dieser Software nicht ganz so gut geeignet. Kommen wir als nächstes zu Virtual DJ, einer weiteren DJ-Software. Und so sieht die Oberfläche von Virtual DJ aus. Auf den ersten Blick ist sie auch dunkel gehalten, die Oberfläche, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und sehr gut strukturiert aufgebaut. Meiner Meinung nach finde ich ein bisschen blöd, dass man hier diese Effektsektion zum Beispiel nicht ausblenden kann. Wenn ich die zum Beispiel nicht brauche, dann kann ich sie mir auch ausblenden. Und das macht natürlich dann die Oberfläche von der Software im ersten Moment ein bisschen überfrachtet. Aber wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt Effekte nutzen, ihr wollt Loops nutzen oder Hot Cues machen, könnt ihr natürlich gerne hier auch diese Sachen nutzen. Dann ist es natürlich eine super Sache und dann ist die Software auch wirklich für euren Anwendungszweck perfekt geeignet. Was ich bei Virtual DJ auch sehr gut finde, ist, dass man halt auch einen sehr guten Autoplay-Modus hat. Das heißt, wenn ich wirklich mal irgendwie kurz irgendwo hin muss, dann kann ich die wirklich auch im Standalone-Modus laufen lassen. Und das ist auf jeden Fall deutlich besser gelöst hier als bei Serato DJ. Man muss natürlich auch immer gucken, was für eine Art von DJ-Zielgruppe diese Software natürlich auch verfolgt. Wie bei Serato DJ habe ich hier auch die Möglichkeit, meinen iTunes direkt damit zu verbinden. Das heißt, wenn ich wirklich in iTunes irgendwelche Playlisten gebaut habe, werden die auch automatisch in Virtual DJ importiert. Man hat auch mehrere Möglichkeiten, über Online-Musik Dateien oder Sachen abzuspielen. Da ist natürlich auch gerade das Media-Management sehr, sehr gut gemacht hier bei der Virtual DJ 8 Software und auf jeden Fall für DJ-Anfänger auch eine gute DJ-Software, um loszulegen. Kommen wir jetzt zur dritten Software, das ist Trackdoor Pro. So sieht die Oberfläche von Trackdoor aus. Auf den ersten Blick wirkt sie auf mich sehr, sehr überfrachtet und ich würde sie euch als Anfänger-DJ vielleicht eher nicht so empfehlen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass es einfach eine DJ-Software wirklich einfach und intuitiv bedienbar werden sollte. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr wollt ein bisschen Richtung Producing gehen, dann würde ich euch vielleicht doch zu Trackdoor Pro raten. Aber für mich wirkt die Oberfläche sehr, sehr überfrachtet und ich bin auch der Meinung, man braucht ein bisschen Zeit, bis man sich hier wirklich bei Trackdoor Pro eingearbeitet hat. Da finde ich die Einarbeitungskurve bei Virtual DJ und bei Serato DJ deutlich leichter und deutlich einfacher. Und ich sag mal, für dich als Anfänger ist es vielleicht auch besser, wenn man wirklich so eine DJ-Software erstmal nimmt. Und man kann ja hinterher immer noch sagen, okay, vielleicht gefällt mir Virtual DJ im ersten Moment gut, aber hinterher sage ich, ach nee, ich will vielleicht doch ein bisschen mehr Mixing und Beat-Sachen machen. Dann ist natürlich vielleicht Serato besser. Und wenn ihr wirklich dann ins Producing geht, könnt ihr natürlich dann auch zu Trackdoor Pro wechseln.
Ich hoffe, dass jetzt die Entscheidung, welche DJ-Software du nehmen kannst, einfacher für dich geworden ist und du jetzt noch besser eine Auswahl treffen kannst, welche DJ-Software wirklich für dich am besten geeignet ist. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal einen Kommentar unter das Video posten würdest, für welche Software du dich jetzt letztendlich entschieden hast und welche Erfahrungen du damit gemacht hast, wenn du vielleicht schon eine Software nutzt. Schreib das, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare. Des Weiteren könnt ihr gerne weitere Fragen bei uns in der Stage 223 Facebook-Community stellen. Den Link habe ich euch dazu natürlich auch in die Videobeschreibung eingefügt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier unten rechts einmal auf das Icon klicken würdet und unseren YouTube-Kanal abonnieren würdet, damit ihr in Zukunft neue Videos wie in dieses hier nicht mehr verpasst. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy!